Hallo zusammen, mein Name ist René Weber. Schön, dass ich jetzt endlich online und live bin. Ich darf Ihnen heute was zum Thema, was ist der beste Schutz für meine Backups erzählen. Bester Schutz für die Backups, ich habe so ein paar Schlagworte mitgebracht, AirGap, Immutability, Snapshots, vielleicht noch S3, Object Locking. Man hört sehr viele unterschiedliche Wörter, die in Verbindung mit Backups stehen, aber häufig ist die erste Frage, warum sollte ich eigentlich meine Backups schützen? Ich meine, das Backup ist ja schon mein Schutz gegen Angriffe. Also sinngemäß, warum sollte ich ein Pannenspray für mein Reserverad mitnehmen? Da gehen wir mal drauf ein. Wenn ich jetzt überlege, mein Backup-Pfad hat eine Sicherung gegen Ransomware, nehmen wir mal die Ransomware, so wie es der BSI hier auch sagt, die sicherste Maßnahme zur Absicherung gegen Ransomware ist ein funktionierendes Backup. Obacht, da steckt was ganz Besonderes drin, und zwar funktionierend. Das heißt, eigentlich ist gar nicht das Backup der wichtige Pfad, den man ganz genau betrachten sollte, sondern der Restore. Aber nochmal zurück. Wenn ich sage, das Backup ist der wichtigste Schutz, dann habe ich häufig im Gespräch gleich, aber ich habe doch eine Backup-Software, die hat doch eine Ransomware-Sicherheit, die schützt doch schon. Die schaut doch beim Lesen der Daten, ob da eine Ransomware drin ist, ob die Daten korrupt sind, ob die Daten angegriffen wurden. Und wenn ich es wieder restoren will, schaut es ja auch nach. Das ist richtig. Da geht es aber um den Angriff auf die Infrastruktur. Das heißt, jemand hat meinen Domain-Controller angegriffen. Die Daten sind verschlüsselt, die Backup-Software liest die Daten, erkennt, oh, da ist ein Angriff passiert, die Daten sind verschlüsselt, böse. Oder vielleicht erkennt sie es nicht, weil das Virus-Pattern noch zu neu ist oder was auch immer, schreibt die Daten ins Backup und irgendwann möchte man sie wieder herstellen und stellt fest, oh, da war damals schon Virus drin, weil die Backup-Software erkennt das. Jetzt sind natürlich diese Angreifer auch nicht blöd. Die wissen, dass dieser Pfad abgesichert ist. Das heißt, was mache ich? Ich nehme genau das, was der BSI sagt. Der wichtigste Schutz ist das Backup. Und genau das greife ich an. Das heißt, ich gehe gar nicht erst auf die Infrastruktur. Der Backup-Server selber interessiert mich vielleicht auch erstmal nicht, sondern ich schaue, dass ich auf den Speicher komme, der dahinter hängt. Das heißt, da, wo meine Backups drin liegen, die tatsächlichen Dateien. Ich greife die an, ich lösche die, ich verschlüssel die. Wenn das nicht mehr lesbar ist, wieder Thema, das Wichtigste ist der Restore. Wenn das nicht mehr restorbar ist, ist mein Backup weg und dann kann ich mir bei dem Angriff auf die Infrastruktur ganz viel Zeit lassen, weil der kommt nicht mehr aus dem Backup raus. Die Daten sind verschlüsselt, ich muss bezahlen. Deswegen gibt es diese ganzen Stichwörter und Schlagwörter, was in Richtung Backup-Speicher rübergeht. Wie kann ich mich da absichern? Ich wollte heute ganz bewusst keine Produktpräsentation machen, aber ich habe gemerkt, dass ich automatisch immer wieder in den Folien sage, das kann man dann mit einem Brick machen oder da wäre ein Brick ganz praktisch. Deswegen habe ich Ihnen zumindest mal ganz kurz ein Slide mit dazu genommen, dass Sie zumindest wissen, wovon ich rede. Und zwar sind wir Hersteller von dem sogenannten Silent Brick System. Wir bezeichnen das Ganze als Managed Storage. Managed, weil das System sich selber verwaltet, das System sich selber administriert und weil es dafür sorgt, dass ich keine Daten verliere. Das heißt, es ist extrem abgesichert über RAID-Verbund oder idealerweise noch über Erasure-Coding und unterstützt sehr modular, man sieht jetzt hier so zwei Medien daneben liegen, sehr modular unterschiedliche Aspekte der Backup-Kette oder des gesamten Sekundärspeichers. Von Backup-to-Disk, ein Einschub, Backup-to-Tape, anderer Einschub, Archivierung, dritter Einschub, kann ich das System erweitern. Also einfach im Hinterkopf behalten, wir sind im kompletten Bereich Sekundärspeicher und ich spreche dort über die Silent Bricks als Medium. Fangen wir ganz vorne an. Datensicherung, Backup. Wenn ich ein Backup-Konzept zusammen mit einem Kunden bespreche, gibt es dort unterschiedliche Bereiche, die unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Ich habe meistens einen Bereich fürs primäre Backup. Sollte ich haben. Gerade heutzutage in größeren Unternehmen ist dort Business Continuity das Schlagwort. Das heißt, so schnell wie möglich muss alles wieder laufen. Eigentlich möchte ich im Fehlerfall gar keine Unterbrechung merken. Das wäre ideal. Das heißt, ich habe einen sehr, sehr schnellen Speicher, der mir mein erstes Backup abfängt. Vielleicht sogar das Ganze schon in der Quellinfrastruktur, das heißt eigentlich in meinem Primärspeicher. Vielleicht kann ich dort schon mit Snapshots eine gewisse Absicherung generieren, die vielleicht noch irgendwo ablegen, ist eine Möglichkeit. Oder ich mache das Ganze über die Backup-Chain und schaue, dass dort der Speicher eben ausreichend oder extrem schnell ist. Extrem schnell, wissen Sie, bedeutet nicht gerade extrem günstig. Das heißt, ich möchte natürlich dafür sorgen, dass ich dort nicht die nächsten 20 Jahre aufbewahre, sondern am besten nur ein Zeitfenster, was ich auch wirklich für den
möglichst schnellen Restore brauche. Ich habe es jetzt hier mal Instant Recovery genannt. Business Continuity wäre ein anderes Wort dafür. Das heißt, so schnell wie möglich wieder hoch. Instant Recovery, jetzt hier mal unabhängig von der Backup-Software, instant wieder laufen. So, jetzt habe ich einen Speicher, der recht teuer ist, den ich ein bisschen kleiner machen möchte. Das heißt, ich muss relativ schnell auf den zweiten Speicher rübergehen, idealerweise gleich, und den länger mitlaufen lassen. Und der hat natürlich die Anforderung, er muss günstiger sein. Sonst wird das Ganze nicht wirtschaftlich. Aber er hat natürlich auch die Anforderung, ich möchte bitte auch aus dem anständig restoren können. Im Idealfall auch mit einem Instant Recovery, auch wenn es vielleicht nicht alle Maschinen der Infrastruktur gleichzeitig sind. Das heißt auch dort schneller, aber bitte, bitte, bitte verhältnismäßig bezahlbar. Und das für längere Zeit. Jetzt kann ich natürlich argumentieren, eine Sicherheit brauche ich ja nicht, weil ich habe ja hinten noch mein Airgap. Das heißt, ich habe da vielleicht noch eine Table Library, eine alte, oder idealerweise schon ein Silent Brick System stehen. Das heißt, ich habe ja schon ein Airgap, den mir keiner angreifen kann. Warum brauche ich dann im Sekundärziel noch eine Absicherung? Ganz wichtiger Punkt, je mehr Absicherung ich im Sekundärziel habe, desto seltener brauche ich hinten den Airgap vielleicht machen in meinem Gesamtkonzept. Andersrum gesagt, habe ich im sekundären Ziel gar keine Absicherung, müsste ich eigentlich bei den meisten Unternehmen jeden Tag mindestens oder vielleicht sogar im Viertelstundentakt etwas rausziehen und offline legen. Das ist immer das Thema mit RPO und RTO. Das heißt, wie alt dürfen die Daten sein? Wie schnell müssen die Daten dann wieder zurückkommen oder wieder da sein? Da geht es um das Datenalter und ich glaube, das ist jedem klar, dass ich nicht im Viertelstundentakt einen Tape oder von mir aus auch einen Brick rausziehen würde, sondern da geht es darum, das Ganze zu minimieren. Und dann kommt zu guter Letzt noch das Thema Object Store. Da schreit dann natürlich auch der Nächste, es gibt auch noch Object Store, kann man da nicht was Cooles mitmachen? Kann man, gehen wir auch gleich drauf ein. Nochmal von vorne, primäres Backup-Ziel. Bei uns wäre das, jetzt kommt genau das, was ich vorhin gesagt habe, der Silent Brick Flash, das heißt SSDs, das heißt sehr, sehr performant für das Backup. Natürlich muss ich auch zugeben, hohe Kosten. Wir arbeiten immer mit 12 Platten in jedem Einschub, damit ich eine hohe Redundanz generieren kann. Das heißt, ich habe 12 SSDs da drinnen. Das ist klar, dass das was kosten muss. Aber natürlich bin ich hier extrem schnell unterwegs. Brauche ich hier einen Schutz gegen Manipulation, einen Schutz gegen Ransomware? Um ehrlich zu sein, aus meiner Erfahrung und meinen Gesprächen ist beim Thema Ransomware zwar das schnelle Wiederanstarten von einzelnen Maschinen für die Analyse wichtig. Aber die wenigsten starten die komplette Infrastruktur am besten von gestern sofort wieder an, weil da habe ich mit Sicherheit entweder den Angreifer oder die Ransomware selber schon drin. Das heißt, ich muss erstmal relativ lange Analyse betreiben, Forensik betreiben, rausfinden, wo ist eigentlich der Angriff passiert, wo kam er rein. Das heißt, da dient mir das primäre Backup-Ziel vielleicht für die letzten 2 Wochen, um schnell zu analysieren. Aber ich komme auch schnell zu einem Punkt, wo ich merke, es ist schon länger her und es geht gar nicht darum, innerhalb von ein paar Sekunden hochzukommen. Ich denke persönlich, primäres Backup hat ein bisschen einen anderen Anwendungsfall. Wenn es ins Thema Verschlüsselung und Ransomware reingeht, sind wir sehr, sehr schnell beim sekundären Backup-Ziel, weil längere Zeit ich zurückgehen kann. Wie kann ich mir das Ganze jetzt absichern? In unserem Fall ist es so, ich habe einen NAS-Speicher, also die Silent Bricks fungieren hier als NAS-Target, SMB, NFS, typischen Protokolle, und ich kann Daten darauf ablegen. Nehmen wir mal eine Backup-Software, zum Beispiel Veeam. Veeam schreibt die Daten bei uns aufs Filesystem, legt sie bei uns ab. Veeam könnte jetzt natürlich von außen sagen, setze ich auf Read-Only oder ich habe meine eigene Retention, also ich selber sorge dafür, dass sie nicht versehentlich gelöscht werden. Aber natürlich jeder, der aufs Filesystem kommt, könnte die Daten auch verändern. Das ist klar. Ist bei jedem Speicher so. Bei einem SAN-Speicher wäre es noch extremer oder wenn ich die lokalen Platten nehme, weil wenn ich da Zugang zu dem Server habe, auf dem Veeam läuft, könnte ich diese Platten einfach formatieren oder die Daten einfach löschen. Beim NAS-Speicher könnte ich jetzt auch zugreifen, wenn ich die richtigen Benutzerrechte habe. Im Worst Case komme ich direkt über die Backup-Software und lösche die Daten. Das heißt, hier muss ich dafür sorgen, dass unabhängig von der Backup-Software, unabhängig von dem Server der Backup-Software, eine Sicherheit in dem Speicher, der dahinter hängt, passiert. Und diese Sicherheit kann ich nur generieren, wenn es ein Speicher ist, der sich selber managt, Managed Storage. Das heißt, hier reden wir von den sogenannten Continuous Snapshots. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass der Speicher sich selber absichert,
in unserem Fall über eine Snapshot-Rotation, oder was heißt in unserem Fall, das machen tatsächlich sehr viele, über eine Snapshot-Rotation. Und diese Snapshot-Rotation bitte nicht nach außen legen. Das heißt, als Angreifer darf ich davon nichts mitbekommen. Sprich, der Angreifer kann die Daten vielleicht verändern, kann die Daten löschen, aber der Admin kann sagen, ich hätte aber gerne den Stand von gestern Mittag um 12. Oder vielleicht den von vorgestern Mittag um 12. Oder vielleicht den vom letzten Monat am 1. um 12. Wann auch immer. Und kann so zum einen Forensik betreiben, zum anderen Daten wiederherstellen. Und der Angreifer selber war eigentlich der Meinung, er hätte alles erwischt, weiß aber nicht, dass dahinter noch eine Absicherung läuft, die er nicht beeinflussen kann. Denn das Ganze läuft nur über die Managementverwaltung oder sollte nur darüber laufen. Am besten 2-Faktor-Authentifizierung abgesichert, sodass ich dort gar nichts verändern kann, dass ich immer 2 Kontrollmechanismen brauche, dass ich überhaupt drankomme an diese Verwaltung. Und dann sichere ich mir diesen sekundären Speicher ab. Nichtsdestotrotz ist er nach wie vor online. Ich kann ihn vielleicht von außen nicht angreifen, aber man könnte jetzt einem bösen Admin mit entsprechend böser Intention unterstellen, dass er vielleicht dort was verändern könnte, über die Managementverwaltung vielleicht den kompletten Server zurücksetzen, was auch immer. Oder vielleicht kommt irgendwann der Angriff, der wirklich in jedes Betriebssystem reinkommt und der wirklich jede Schnittstelle knacken kann. Dann spätestens komme ich dazu, dass ich sage, okay, ich muss noch eine Instanz tiefer gehen, ich muss noch eine Sicherheit mehr haben. Und bei dieser Sicherheit mehr sind wir dann beim Airgap. Das ist jetzt nichts Neues. Heutzutage heißt es Airgap, früher hat man immer von Tape gesprochen. Heute spricht man ganz bewusst von Airgap, weil es muss nicht Tape sein, was ich rausziehe. Es kann auch durchaus ein anderer Speicher sein. Und jetzt rede ich nicht von USB-Festplatten, weil die USB-Festplatte selber wäre dann wieder anfällig gegen Datenverlust über die Zeit. Weil ich muss immer daran denken, der Restore ist der wichtige Fall. Ja, natürlich muss ich die Daten unterbringen, aber der Restore ist der wichtige Fall. Das heißt, ich brauche am Ende einen Speicher, den ich rausnehmen kann, der in sich selber eine Sicherheit mitbringt, der in sich selber eine Logik mitbringt, die sich auch absichern kann. Das heißt, den ich auch regelmäßig mal wieder einschiebe und ohne die Daten wirklich aktiv anzugreifen und zurückzulesen, verifizieren kann, sind alle Bits noch korrekt, ist alles richtig. Bei uns ist es dann das Erasure-Coding, was hier arbeitet. Aber dadurch, dass ich in der letzten Instanz schon so eine hohe Sicherheit generiert habe, die höchstwahrscheinlich gegen so ziemlich jeden Fall absichert, kann ich den Airgap reduzieren. Den kann ich reduzieren und sagen, im Worst Case bin ich immer noch froh, wenn mein Backup vielleicht 2 Wochen alt ist, dann habe ich wenigstens zwei Wochen altes Wochenends-Backup. Dann mache ich vielleicht alle 2 Wochen einen Airgap oder vielleicht auch wöchentlich. Aber sicherlich nicht mehr täglich, weil die Sicherheit habe ich schon erledigt. Airgap hat aber auch noch eine zweite, Airgap hat aber auch noch eine zweite Funktionalität und zwar die räumliche Trennung. Räumliche Trennung kann man heutzutage auch wunderbar über Replikationen, über Remote-Standorte machen, aber wenn ich keinen Replikationspartner habe, warum nicht? Auch hier kann ich natürlich rausziehen und die Daten wegtransportieren. Das heißt, der Airgap ist sicherlich nicht die Lösung, um nochmal auf den Vortragstitel zurückzukommen, Airgap ist sicherlich nicht die Lösung für das extrem schnelle Wieder-Zurückspielen von Daten und das extrem schnelle Auslagern in hoher Frequenz. Airgap ist aber die finale Absicherung gegen jedwede Angriffe, die digital reinkommen und auf mein Backup abgezielt haben. Aber bitte reduziert und bitte in einem Medium, das auch einen Random Access zulässt, dass ich auch im Restore-Fall ein bisschen schneller unterwegs bin, besser Forensik betreiben kann, nicht spulen muss und eine Redundanz mitnehme. Kommen wir noch zum Object Store, damit es noch ein bisschen moderner wird. Jetzt ist natürlich der Sprung von Tape zu Object Store schon groß, aber auch der Object Store hat natürlich einen riesengroßen Vorteil. Wenn ich jetzt mal den Object Store, also nehmen wir mal eine S3-Schnittstelle, neben den NAS-Speicher, sekundäres Backup-Ziel, mit einem Filesystem stelle. Im NAS-Speicher, sekundäres Backup-Ziel, habe ich ein Filesystem, ich lege die Daten ab, die Daten sammeln sich auf, ich generiere Full-Backups, ich generiere Incremental-Backups und sammle so über die Zeit Datenmengen, die größer werden, klar, bis ich irgendwann durchrotiere, und lege dann den Continuous Snapshot drüber. Der Continuous Snapshot kann nur dafür sorgen, dass Daten, die verändert wurden, noch für eine gewisse Zeit aufgehoben werden. Der kann ja nicht vorhersehen, ob die Veränderung jetzt positiv war, weil ich wollte die Daten löschen.
oder ob es ein Angriff war, weil ich wollte sie eigentlich gar nicht gelöscht haben. Das heißt, Nachteil ein bisschen ist, bei den Continuous Snapshots oder generell bei einer Snapshot-Rotation, dass ich mehr Speicherplatz brauche. Beim Object Store kann das eventuell anders laufen, weil hier gebe ich von außen mit, wie lange diese Datei aufgehoben werden muss. Wir kennen sowas seit 2008, seitdem wir im Langzeitarchivbereich sind. Retention nennt sich das Ganze da. Das heißt, die einlagernde Anwendung gibt mit, wie lange müssen die Daten aufgehoben werden. Und die Logik in dem Speicher kümmert sich darum, dass auch diese Richtlinie eingehalten wird. Es bleibt nach wie vor Software, es ist quasi ein Software-Wurm, wenn man so möchte, hat aber den Vorteil, dass ich keine zusätzlichen Datenbereiche brauche, weil die Daten werden nicht länger aufgehoben, als ich es will. 30 Tage, nach 30 Tagen kann ich es löschen. Das perfekt abgestimmt mit meiner Backup-Software, mit dem Zeitplan der Backup-Software, habe ich eine runde Lösung, die so gut wie nicht mehr Speicherplatz braucht. Dazu kommt, dass Object Store mit vielen kleinen Objekten arbeitet und dort häufig auch sehr, sehr vorteilhaft die Speicherverwaltung beeinflusst. Das heißt, viel weniger Kapazität braucht und bei vielen Lösungen dann nur ein Full Backup braucht und ansonsten der Rest nur noch incremental passiert, weil es in kleinen Blöcken abgelegt wird. Alles, was einen Vorteil hat, hat einen Nachteil. Kleine Blöcke, viele kleine Blöcke, kennen Sie bestimmt auch, bedeutet, ich brauche entsprechend schnelle Platten. Das heißt, ich habe mehr I.O. auf den Platten. Es wird mehr gelesen, es wird mehr abgelegt, es werden vielleicht die Blöcke gemerged. Das heißt, ich habe viele kleine Rechenoperationen. Das heißt, es wird etwas langsamer. Bei einer drehenden Platte als auch bei einem Flash-Speicher. Das werde ich ein bisschen merken. Sprich, Object Store als Primärspeicher oder als primäres Backup-Target mit Sicherheit nicht die beste Option, zumindest aus meiner Sicht. Als sekundäres Backup-Ziel durchaus eine Überlegung wert, ob das vielleicht sogar schon reicht, was die Backup- und die Restore-Performance angeht. Und natürlich, Object Store kennt jeder, sehr skalierbar. Einsatzzweck ist über Backup hinaus nutzbar. Da muss man sich nur am Ende noch überlegen, möchte ich das irgendwo in der Cloud haben und die Verantwortung abgeben? Oder möchte ich das vielleicht in meinem Backup-Konzept auch on-premise haben und quasi eine Lösung haben, die das auch bietet? Ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, dass der Silent Brick natürlich auch Object Store kann. Object Store mit Object Logging. Oder alternativ könnte ich hier auch die Continuous Snapshots unten drunter nutzen und sagen, und die Daten rotiere ich noch, aber ganz ehrlich, wenn die einlagernde Anwendung das unterstützt, nehme ich doch lieber diesen Vorteil mit, setze einen Log auf die Datei und hebe sie für genau diese Zeit auf. Und jetzt kommen wir fast zu dem für mich am wichtigsten Punkt, und zwar zum Archiv. Ich muss jetzt zugeben, ich weiß nicht genau, wie viel Zeit, doch, ja, wunderbar, passt. Kommen wir jetzt zu dem für mich am wichtigsten Punkt, und zwar diese Unterscheidung zwischen Backup und Archiv. Und das ist etwas, was ich jedem nur empfehlen kann, sich da mal Gedanken zu machen, weil alles, was ich an statischen Daten nicht übers Backup fahren muss oder übers Backup sichern muss, sorry an die Backup-Softwarehersteller, aber alles, was ich an statischen Daten habe und über ein Archiv regeln kann, das heißt, meine Dokumente, meine Fotosammlungen, Videos, RAW-Dateien, alles, was sich über die Zeit sammelt, was ich kaum noch verändere oder vielleicht gar nicht verändere, vielleicht auch revisionssichere Daten wie Röntgenbilder im medizinischen Bereich, wo wir viel unterwegs sind, Rechnungen etc., solche Daten, alles, was ich davon in einem Archiv unterbringen kann, brauche ich nicht mehr über den Backup-Pfad fahren. Und wir haben gerade im Backup-Pfad schon gesehen, es gibt vier unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich die Daten ablege. Idealerweise in einer Reihe. Wenn ich vorne eine Datei weglasse, betrifft das alle von diesen vier Optionen. Das heißt, ich muss weniger Primärspeicher oder primären Backup-Target, schnellen Backup-Speicher zur Verfügung stellen. Ich muss weniger im sekundären Speicher zur Verfügung stellen. Meine Tapes oder idealerweise Silent Bricks in der Airgap-Logik werden kleiner. Ich muss nicht mehr so viel transportieren und rausziehen. Und auch im Object Store spare ich mir einen Speicherplatz und natürlich dann auch im Restore-Fall Zeit, weil ich nicht mehr so viel wiederherstellen muss, weil der Rest im Archiv ist. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn das Archiv sicherer ist als die anderen Bereiche. Also sicherer als Continuous Snapshots, sicherer als ein Snaplog, sicherer als ein Airgap ist schwierig, weil Airgap ist nun mal getrennt, aber mindestens genauso sicher. Und da plädiere ich dafür, im Archivbereich bitte unbedingt auch nochmal das Thema anschauen, revisionssichere Langzeitarchivierung mit einem echten Hardware-Wurm, weil echter Hardware-Wurm bedeutet, egal ob es der böse Angreifer ist, egal ob es der Admin ist oder egal ob es der Weber ist, der vielleicht mal wieder einen Service bei Ihnen macht,
Keiner kann diese Daten löschen, ohne physikalisch an das Gerät zu kommen und diesen Chip physikalisch zu verändern oder die Platten rauszunehmen. Also es ist wirklich auf dem digitalen Weg, obwohl es ein Online-Medium ist, nach wie vor abgesichert gegen jede Manipulation, gegen Löschung und gegen jede Veränderung. Das heißt, zum Abschluss wäre das eigentlich neben den Immutable-Optionen, die wir gerade eben hatten, die Immortable-Option, also die unsterblichen Daten. Und dort lege ich eben alles rein, was lange Zeit archiviert werden kann und nehme das bitte aus der Backup-Kette raus. Idealerweise repliziert auf den zweiten Standort, klar, weil wenn es brennt, dann hilft mir gar nichts. Und damit habe ich einen zweiten Pfad aufgebaut, der meine Backup-Kette entlastet und auch die Absicherung dort entsprechend ja, kleiner macht und die Datenmenge dafür kleiner macht. Jetzt habe ich gerade eben mein Fazit schon vorweggenommen, deswegen überspringe ich diese Folie. Ich glaube, ich bin mit den 20 Minuten ziemlich gut durch, wenn ich mich nicht ganz täusche. Möchte Sie gerne dazu einladen, mit Fragen rüber in den anderen Bereich nochmal zu springen. Es gibt ja diesen, es ist mir gerade der Name entfallen, den Vortragsraum sozusagen, in dem ich Sie dann nochmal betreuen kann, wenn irgendwelche Fragen gekommen sind. Ich bin da ab gleich dann verfügbar. Danke, Referenten-Lounge, super, in der Referenten-Lounge verfügbar und freue mich auf Ihr Feedback und auch auf Ihre Fragen.